So, ich gucke jetzt mal gerade was. Na, Tatsache, kicken und bannen kann ich. So, was guck mal, diverses, das ist Mods, Kartensymbole, Kartenübersicht, Hilfe, Wettervorhersage, geil, es gibt sogar Schnee. Kartenübersicht muss gepflückt werden. Naja. Gedüngt ist blau, genau. Bodenbeschaffenheit, Feldfrüchte. Wachstum. Kraut entfernen. Aha. Erntereif. Abgeerntet. Wir haben sogar mehrere Felder. Die sind sogar erntereif. Krass. Im Wachstum. Gepflückt, verdorrt, verfault. Okay, das haben wir noch nicht. Preise, ne, do, Getreide, ne? Was haben wir denn da? Hofsilo. Da haben wir jetzt da. Oh, wir haben einen Haufen Zeug. Getreide haben wir viel. Getreide lässt sich momentan. €585 fürs Getreide, das ist das Hegste, was man kriegen. Ist aber okay. Hofschild und Mill. Das bei der Maplefield haben wir Mill, ja. schon. Haben wir viel. AFK habe ich Mutter. Wo ist der Lade? Ja, da muss ich gucken, das weiß ich nicht. Maple, was? Mary's Farm, Maple. Maplefield Mill. Boah, kannst du hin, ey. Klasse. Derzeit gucke ich mal gerade, was es im Shop so Feines gibt. Kategorie Erntemaschine. Was haben wir denn da? So. Ach, wir müssen echt noch richtig viel Geld machen. Leck mich am Arsch. Die Dickstmaschinen, Erntemaschinen, kostet 430.000. 430.000 Euro. Alter, unser Geld kriegt gerade übelst in den Keller, wegen dem scheiß Helfer, ne? Aber brauchen wir noch, dass man schneller ab Dings kenne. Das heißt, großer Hänger, Erntemaschinen und Saatmaschinen. Vor allem den großen Hänger nicht. Der Hänger passt hier nichts drin. Gerade mal 8000 Liter. Das ist gar nichts. Ah, stimmt. Boah. Axialflow, aha, ja, genau. Schneidwerke, Erntemaschine, LKW. Was haben wir denn da? Feldhäcksler-Schneidwerke. Kartoffelernte, Rübenernte, Kipper, Überladewagen, Pflücke, Rupper, Sämaschine. Ah, du hätte mal übrigens diese Düngspritzteile da, ne? Also,
wenn du es halt richtig machst, ne, da gibt's sogar Düngfahrzeug, ne? Das kostet 237.000. Wir kennen uns im Moment nicht nur die Düngmaschinenleiste. Billig. Was haben wir noch? Düngerstreuer. Miststreuer. Güllefässer. Striegel. Mähwerkzeug, das ist auch geil. Kaschewies. Können wir mähen? Ladewagen. Ballentechnik. Ballentechnik, da müssen wir auf jeden Fall. Rollbelt. Ich höre, das so ist handliche Ballen. Big Baller. Da sind die Säge. Kettensägen. Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader. Schiebeschilder, ja, die sind auch geil. Schiebeschilder, kann ich zeigen, Schiebe. Hammer die Mod übrigens, Lizard. Ein Flutlichtanhänger, 8.700 kostet der Flutlichtanhänger. Da haben wir noch was Mineraldünger, Big Pack. Da können wir die Sache kaufen übrigens im Shop direkt, ne? Düngezeug, Saatgut, Big Pack, Flüssigdüngertank und so weiter und so fort, Schweinefutter und Palett Setzlinge, Fernwandsysteme, was haben wir da noch? Platzierbare Objekte. Von Kärcher, sollen wir den Kärcher gleich kaufen? Der Hochdruckreiniger. An diesem Wasserturm kannst du deine Wasserfässer auftanken. Ja, geil, Wasserturm. Das müssen wir auf jeden Fall holen noch. Werkstatt. Mit Hilfe dieser Werkstatt kannst du überall auf der Karte eine Stelle festlegen, an der du deine Fahrzeuge und Geräte auch ohne die Hilfe eines bezahlbaren Mechanikers anpassen kannst. Okay. Auch nicht schlecht. Ohne Heizkraftwerk kannst du Eichnis. Lade Hackschnitzel bei dieser Verkaufsstation ab, um Fernwärme zu erzeugen, welche dir Geld einbringt. Das ist auch gut. Das ist geil. Das ist interessant. Sonderangebote haben sie im Moment nichts. Naja, egal. Ich gehe mal gucken, was die Arbeiter machen. Kann man noch immer zu Fahrzeuge springen übrigens. Steuerkreuz rechts oder links. So, der Gruppe ist schon mal fertig. Steigen so einfach, ich was gucken will. Das Dorf herstellen. Brunnen. Am Brunnen für diese kannst du Wassertanks auffüllen. Ah, okay.
Gott, das Ding ist. Du liebe Zeit, wie der abpetzt da. Ich am Arsch. Hast du auf dem Feld 14, haben wir doch irgendwas gemacht? Enner-Helfer ist fertig. Das ist nur noch Enner-Helfer, der dingt. Ich War gucke das auf gerade. dem 14er? Weiß ich nicht. Auf dem 14er wächst nämlich irgendwie Zeich. Ah ne, muss gepflückt werden. Das 14er ist nämlich auch noch uns. Muss gepflückt werden, da können wir auch noch. Das kann ich eigentlich nur gerade machen, Alter. Ich kann eh nichts zu tun gerade. So. Ich muss grad. Hier hängt das Stream, dann leist aber an deinem Internet 100%. Hast du eigentlich schon Geld verkauft? Hast du schon verkauft?
Und, was fehlst? Ihr wisst ja, wir haben kein Geld. Ich buche gleich im Moment. Wir haben nur 18. Wir haben mit 20.000 angefangen, wir haben noch kein Geld gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile 18.000, dann 2.000 Verlust. Wir machen keine Hinnahme im Moment. Nein, das kann ich ja gleich fahren. Was brauchst du? Kipper, ne? Brauchst du, ne? Streuer ist was anderes. Ladewagen ist was anderes. Alter, was es doch für platzierbare Objekte gibt. Kleine Silo-Erweiterung, große Silo-Erweiterung. Gebäude, Windrad, Solaranlage, Bäume, wo man direkt Pflanzen kann. So, jetzt gucken wir mal, wo ist Kipper. Was haben wir? Die haben jetzt mit wie viel Liter? Mit 8000, ne? Das kann ich vergessen im Moment. Also Kipper mit 21.000 zum Beispiel, ne? Kostet 25.000 Euro. Ja, wir haben aber das Geld nicht, Freund. Wir haben einen Kredit. Wir haben Kredit. So, warte mal, da haben wir. Was ist das, der Unterschied? Ah, der hat eine andere Kopplung, da müssen wir aufpassen. Dann haben wir noch einer mit 31.000 noch. Ah, die große, die kann ich eh nicht mit dem Traktor ziehen. Das sind dann schon LKWs. Das Grieche sind 59.000 Liter. Ja, 59.000 Liter. Brems! Oh Gott, bis der Zug gebremst hat. Jetzt eher schmor. Oh, nett. War's das schon? Das ist alles. Nee. Nett mo. So ist es nicht alles, was wir hochgeladen haben. Hast du noch? Ah ja, das war jetzt da 9000, habe ich jetzt kriegt fürs Abladen. Halb lang. Christian, mir hat gerade nur 27.000 gemacht, noch mal Charge, dann können wir drüber schwätzen. Ich muss ja denken, Christian, das kostet doch alles Geld, der Sprit und alles. Verstehe ich es aber nicht, ich kann nicht ins Minus gehen, das ist das Problem. Wenn du der Hänger, gescheiter Hänger. Problem ist, ich weiß auch nicht. Liter Hedgengehre. Also budgetmäßig
was man noch überhaupt für Puffer, deswegen habe ich gesagt, nach lieber noch eine Charge, dann haben wir Puffer. Also, wir haben 21.000 Liter, hätte ich so welche in einem Angebot. Der kostet 25.000, dann hätte man noch 2.000 Puffer. Ja, aber Ja, ich handle dann direkt mehr als 10.000, wenn du dir holst. Ich lade die voll und dann hole ich dann hol den Hänger. ja, Und ich dann stehe macht der schon. Hänger aber erstmal leer und dann muss ich. Ich bin schon am Bauhof. Ah, ist der im Moment hast du den abgekoppelt. So, jetzt kann man die. Oh, was für Farbpatchen gehe. Ne, blau haben sie nicht aus, weil ich kann den nicht grün machen, weiß oder braun. Rad-Setup. Buh, jetzt muss ich kurz suchen. Reitreife, Standard, Breitreife kostet immer 400 extra, wenn du auf Breitreife handelst. Normale Reife oder Breitreife? Kostet jetzt ja 100 Euro extra, dass er in weiß ist. Echt? Ja. Ich meine, steht da noch nirgendwo. Ich muss erstmal. Man kann da auch mieten, ne? Gibt's auch. Da kostet nicht, da kostet da. Kostet da 10 Euro. Aber mit einer Karsch ist er halt hier, ne? Kann ich ja gleich großer hole. Ja, Christian. Machen wir dann. Nee, ist egal, hol Das es eh. Problem ist, du kannst schon kein großer hole, weil es ein anderes Kopplungssystem ist. Also, ja. Müssen wir ja auch erstmal gucken, also in weiß. Willst du jetzt Kabel oder Miete? Miete erstmal. Ist so 10 Euro kostet gerade. Es steht 10 Euro da, kostet. Ich gehe mal davon aus, dass das der Mietpreis ist. Ich gucke jetzt mal gerade pro Arbeitstag. Basis kostet 1255 pro Arbeitsstunde 1255, pro Arbeitstag 251 Euro. Grundpreis 25.000, Optionen 100 Euro. Das ist das mit der Farb. Gesamtpreis 25.000 in 100. Wenn ich nur Breitreife mache, dann kostet er 25.500. Ich mache noch Breitreife. So, kauft man oder mieten man jetzt? Möchtest du dieses Gerät für. Da kostet 2805 Euro. Möchtest du dieses Gerät für 2805 Euro mieten? Warte mal. Hundertprozentig kostet die Miete mehr. Kannst du mal sagen, das ist 10 Euro pro Ja, Tag. kaufen wir jetzt. Kaufen wir jetzt fertig. Machen wir einmal. Guck jetzt mal in die Garage, was wir alles haben. Der Kipper, der ist leer, ne? Der andere. Ja. Ich verkaufe den jetzt, ne? Den brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir dann da? Sämaschine. Ah ja, der ist beim Händler. Muss ich beim Händler abholen. Doch, hat er gestanden, ist zum Händler bei Abholung bereit. Sah da nur das Zurücksetzen lassen. Ey, wenn ich auf X drin, da verkaufe ich nicht direkt. Ey, kann ich nämlich zurücksetzen lassen.
Workstation kannst du sie nicht setzen, aber kein Geräte. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber ist halt so. Ja. Geht es dem noch überhaupt? Ja, ja. Musikvideo gerade läuft, ist ziemlich cool bei mir. Ich glaube, oder? Ja. Ja, das ist halt so. Außerdem müssen wir jetzt erstmal Kohle machen, dass wir mal die scheiß Kredite abzahlen können. Dass wir mal Schulden frei sind, dass wir tatsächlich auch Geld verdienen und nicht nur für die Bank Geld machen. Da haben wir nämlich immer mal Kredit aufverkleinern, aber müssen wir erstmal den riesen Batzen an Kredit mal. Hast du doch gesehen, mit was hast du denn gesehen? Ja, das Problem ist, die Preise, die ändern sich schnell. Geile ist, der Arbeiter hat gesehen, ne, und ist sogar wieder zurück in die Base gefahren, ne, der Helfer. Ah. Okay. Alter, tu mal jetzt erstmal zwei Felder Weizen, mal. Jetzt Helfer instelle und dann... Die Arbeit erfolgreich beendet, ne? Seht ihr der schon.
schon, dass der See tut. Aber das so lang, bis Saat verbraucht ist, oder was? Nee. Die Saat steht bei 497 und der ist jetzt in die Linie gefahren und steht immer noch bei 497. Nicht mehr beim Operator angucken. Hast du die 12a gesehen? Die 12 hast du nicht gesehen, das Feld 12. Oder? Nee. Nee, hast du mich nicht gesehen, genau, siehst du mich aus. Ich hab gesagt, ich hab nur durch. 15? Ja, die ist aber nicht gesät, mein Freund. Laut Aktiending, ne, ist es nämlich nicht, weil das Feld. Ah ne, doch, ist gesät, ich seh's. Ja, ist gut, aber hä? Haben wir die 12? Ne, die 12 haben wir, glaube ich, gar nicht, gell, als. Doch, die 12 gehört uns sogar auch noch, ne? Ah ja, alles was grün ist. Nothing happens, nothing works. You don't talk, I get upset. You say things I know. Ich finde das lustig, du hast die 15 gepflückt, ne? Ne, haben wir nicht, wir haben nicht gepflückt. Gepflückt haben wir nicht, wir haben gekruppt. Pflücke ist ja nochmal was anderes, Freund. Der Ertrag zu steigern, mein Freund. Weil jedes Feld muss gepflückt werden. Laut Kartenübersicht. Weizen haben schon, ja. Ah ja, dann müssen wir als 12er dann auch noch mal. So, ich muss jetzt mal ein bisschen schneller Puppe, weil. Verkaufen. 10.000. Zehntausend. Hier steht ja nichts auf dem Konto, ne? Ja, weil normal, weil jetzt alles auf N Hauptkonto. Schön cool.
Ah, das ist ein ganzer Hänger, wo du abgeladen hast, oder was? Hast du alle Sojabohnen verkauft, oder was? Klar bei dir. Weil du so tuten durch die Gegend fahrst. Haben schon einiges an der Kavi gemacht, aber wenn ich mal das Feld angucke, wie die Felder aussehen, wenn sie gegruppt sind und so, sieht schon schöner aus. Immer so ruhig Jenny, oder? Es ist ja auch schon wieder spät, ja. Schon nur 10. Einnahmen ernten. Geil gemacht. Sieht mal ohne drunter was grün und rot. Thank you.
Ja, guck die Schieber, mach die Schieber mal schlau, ob das im Multiplayer geht. Ja. Weil das war nämlich beim alten ASO, da ging es nämlich nur im Singleplayer scheiße, da musste man Münze finden. Any Million wäre natürlich krass, obwohl Any Million auch nichts ist. Gab schon Mähdrescher, da ist schon die Hälfte weg. Weil geht einer Rare, sehe ich schon. Hat denn den Scheiß erzählt? Alter, echt? Er war bei der Arzt und gut ist und macht dich jetzt verrückt. Nee, aber warum lese dann in so einem bescheuerten Forum, wo nur Idioten schreiben, weil sie keine Ahnung haben? Ihre stehen, hast du ganz andere Schmerzen. Aus, der hat nur darüber gelacht, weil die Behauptung, dass die Niere stehen sind, einfach nur lachhaft sind. Ja, genau. Er ist so. Es gibt genug Idioten, die im Internet sich verrückt machen, weil sie irgendwas wäre und. Schade, was zu tun ist und gut ist. Mal. Ist normal. Dieses Scheißding, du gekrumpt hast, ne? Großfeld. Und selbst das ist noch klein. Ich weiß noch, im Landwirtschaftssimulator 15 oder mal das Riesefeld schon gehabt. Das war abartig, bis man das Scheißfeld nochmal abgegrast hat.
5.855. Immer so glimmbedrehig. Das ist nicht mehr, das ist hier los. War klar. Wieder der Wert, den wir heute bevor wir den Kipper kaufen. Ja, genau. Ich kaufe auf jeden Fall jetzt mal kleine Kercher zum Abstrahlen. Schnell Geld ist Holz immer noch, aber das Problem ist, du brauchst erst mal die Gerätschaften, die sind hier, also muss ich erst mal noch machen. Ohne irgendwie Kredit aufzunehmen, muss man jetzt erst mal hier so Kohle machen, anders geht's nicht. Geil, du kannst sogar, wenn du Steuerkreuz links mit RNs und Steuerkreuz links oder rechts klickst, kannst du blinken, ne? Und ausmachen tust du halt wieder, wenn du da drauf klickst. Voila. Ich guck jetzt mal gerade, Sonderangebote haben wir immer noch nichts. Ich brauche. Wir brauchen. Was A Geld mache, wo du Geld machen kannst, ist mit den Heuballe. Der Scheiß. Jetzt gucke ich erstmal. Diverses. Was ist ein Diverses? Also, das sind die. Oh. Gewichte, was haben wir da? Förderbandsysteme, Schneidwerkwaren, was für Spritze? Na, fährst du die Spritze oder nicht? Jo, da kannst du das Geld noch nicht klappen, das bringt nichts. Im Moment nicht. Ich habe schon geguckt, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und Spritze kostet, die Spritzmaschine kostet 24.000. Das ist dann die manuelle, ne? Dann gibt's noch eine bessere. Die kostet, was haben wir da? Hat halt mehr Kapazität, ne? Brauchst aber auch Motorisierung, so. Und kostet da halt richtig, richtig viel Kohle. Die Spritz kostet da 80 Euro und die Besser kostet 220. Und die Spritzmaschine, das Spritzfahrzeug kostet 237.000. Ist natürlich so. Das alte Fahrzeug, ne? Kostet halt gleich Sprit und alles. Das ist aber, finde ich, nur für große Felder sehr, sehr rentabel. Wie viel Geld haben wir? 24.100 und ein paar gequetschte. Okay. Ja, weil der Arbeiter kostet halt jetzt richtig Geld, ne?
Ja, du sehe, sobald der weg ist, dann haben wir kein Kosten mehr in dem Sinn. So, Güllefässer, Mähwerke, Zeder, Schwader. Hat dort Frontlader. Frontlader. Ja, stimmt, Zeder und Schwader, das waren diese Scheißdinger, die man brauche fürs Heu. Der Zeder ist zum Wende vom Gras und der Schwader ist zum. Schwader ist für ein Barneselee, genau. Balletechnik, Kettensägen. So, kaufe ich auf jeden Fall jetzt mal eine von Stiel. Ja, ich will auch nicht. Ich kann mir gar nichts kaufen, ey. Danke für den Kauf. Ey, nee, ich kaufe jetzt. Ach, ich hab. Hast du, Was hab ich Eier? auch geredet? Eier, weil ich sie kauf hab. Aber ich kann's jetzt. Wie hast du denn jetzt da genutzt? Wie machst du denn die an? Steuerkreuz hoch. Jetzt von Stiel, ne? Jetzt Dann lass. brauchen wir. Das ist scheiße, ey. Ich glaube, Frontlader. Jetzt gucke ich mal deine blaue an. Ich glaube, da kann man Frontlader dran machen, oder? Ich muss Und die grad mal. Zange. Und dann eine scheiß Hänger fürs Holz drin machen. Und dann haben wir schnelles Geld. Ich Dann muss jetzt machen wir erstmal Holz noch gerade. der Kerscher kaufe ich jetzt noch. Ach, der ist doch Schwachsinn. Das kostet nur Geld. Nur damit es gut aussieht, ist ja erstmal Quatsch. Kohle mal, das ist wichtig. Verlader, okay, Moment. Ja. Was willst du machen mit dem Lader? Ja, die Lader und dann die Zangen ganz hinne fürs Holz. Wenn ich jetzt mal Holz mache, irgendwie das greifen können in den Hänger. Forstgeräte, jetzt haben sie mittlerweile Hackschnitzel. Oh, da gibt es sogar Oder zwei. Timber Runner. Oder, ah, da ist ja auch so Zangen, die ist noch besser. Die TR 3200. Radlader, Kompaktlader, Teleskoplader. Na, das sind jetzt die drei Kategorien, wo man haben. Der Radlader. Radlader, der hat halt also Greifzangen von Maxi. Ein Radlader können verschiedene Dinge gestapelt und verladen werden. So, dann haben wir Teleskoplader. Das sind halt Rose. Wohl Teleskop. Oh Mann, das geht ja noch gar nicht. Teleskoplader ist Arkes. Also entweder haben wir Radlader oder mir hole Kompaktlader. Aber Nee, Kompaktlader. wir brauchen da nur einen Frontlader. Ein Aufsatz für den Traktor da vorne, oder nicht? Ich weiß gar nicht. Was ist der überhaupt da dran? Wie geht denn das? Ist ganz einfach zu erklären. Warte. Und zwar, wir haben jetzt von Case haben wir jetzt da, ne? Haben wir ja einer, ne? Das ist, kann ich ja sagen. Und wir haben schon einen relativ teurer Traktor von Case, ne? Das ist 1455 XL ist das, ne? Ja. So, der hat. Ja, da geht Frontlader. Doch, der Front. Ja, hahaha, ja, willst du aber. Willst du wissen, dass er Was kein denn? Frontlader. Woher willst du wissen, dass er kein Frontlader hat? Das sieht so aus bei dem Pfanne, dass man da keiner dran machen kann. Oder kann man den da dran machen? Lass mich schon mal gucken. Nee, das nicht. Guck mal, der da hat aber, glaube ich. Guck mal, der blaue. Der blaue da, der kann. Oder nicht? Sieht nur so aus. Ja, Moment, dann gucken wir mal, was die Zangen. Problem ist halt. Ich habe eine Weile bei Traktoren geguckt. Was ist denn das für. Was haben wir überhaupt für welche? Wir halt. Ach nee, da steht's. Geht's vor der Steyr-Muldi 1415 und der andere geht nur vor der 700 Vario. Und wir haben den New Holland 8340
Und Ja. Case. Ja, der Case 1455 XL. Oh. Frontlader. Ja, wir müssen ja das Holz transportieren, wenn wir jetzt Holz machen. Die müssen wir ja greifen können, verstehst du? Da brauchst du für die Zangen. Bei Ja. Frontlader, die Zangen, ganz hinten, das von Stoll ist die. Ja, die brauchen wir auch. So, die brauchst du, der FZ30, FZ60. Ja. Steht Ja, da. das ist hier vorne die Frontlader. Das Hauptgestänge. Und dort drauf kommt dann wiederum die Zange. Genau, richtig, richtig, genau. Ja. FZ3, genau, richtig, richtig, richtig. Der Da, Radlader ist viel zu das teuer. geht, es Weiche geht dann nicht mehr. Steyr Multi oder 700 Vario, genau. Was ist denn der Steiermull? Ja, der kostet gleich schon 82 Riese. Das ist Radlader, ne? Ja. Nee, das ist Traktor. So, ja. Ah nee, Quatsch, Radlader, Kompaktlader, die haben ihr eigene Dinger, das kannst du nicht auch machen, ne? Ja, Die haben ihr eigene ja. Geräte, ne? Das geht natürlich auch. Dann haben die, warte mal, nicht der Kompaktlader, der Teleskoplader zum Beispiel, der Zang. Die kostet halt ein bisschen mehr. Und kostet auch allgemein mehr, das Fahrzeug. Das ist ja im Moment noch Käse. Radlader. Ja, muss ich Traktor hole. 300, was für Vario? Welches der Vario kostet, das kann ich vergessen. Der kostet 700 Vario. 104, ja, der kostet 164.000. Von Fendt, ja. Und der andere, der ist billig, der kostet 280. 280. Der ist ein Steyr, ja, der Multi, ja. Ja, das ist halt Kann leider halt so. in der Traktor verkaufen. Auch nicht die XL, das ist der starke. Ja, XL ist beide XL, du Geilo. Wir haben zwei XL und denne da. Das ist Case IH. Achso, XL. Das andere ist Case IH4. Ah, Kannst du, geil. ja, das sind, wir haben zwei, ich kann da auf dem Dings gucken, was mir im in der Garage haben. Wir haben New Holland, der Case zweimal, wir haben einen Mähdrescher, wir haben Schneidwerke dazu, wir haben jetzt eine Kipper hat eine große, wir haben ein Sägerät, wir haben ein Skrubgerät, wir haben ein Auto, wir haben eine Stielsäge und diese Unterstände noch, kleine Lagerhalle. Zwei kleine Lagerhalle, eine große Lagerhalle und Fahrzeugunterstand haben wir auch noch. Von Lizard. Du musst jetzt erstmal Geld machen. Christian. Ich werde jetzt dahin, dass das Feld mal noch sehe. Das war die Nummer 12, ne? Sieht aus, als wäre die schon gekuppt, oder? Ist schon gekuppt. Muss ich mal gucken. Feldfrüchte, Bodenbeschaffenheit, klar, das ist klar. Wachstum. Guck. Ah, die 12 ist sogar schon gegrubbert. Das ist saugut. 12 ist schon gegrubbert. Das heißt, die kann man auch gleich sehen. Ja, dann tun wir die jetzt noch gleich sehen. Ja, am Anfang ist halt ziemlich schleppend für alles, ne? Ist leider so, kann man nichts ändern. Christian, hast du mal auf den Zeitraffer geguckt, was ich auf Zeitraffer habe? So.
Außerdem ist das Wachstum auf normal gestellt und nee, Quatsch, das Wachstum ist auf normal gestellt. Das heißt, es Das ist ja dauert. schnell. Das kann ich mir umstellen, glaube ich, Freund. Ich gucke mal. Pflanzenwachstum ist normal. Die Zeit, die Getreide zum Wachsen braucht. Kannst du mal schneller machen? Schnell. Ich überschreibe mal den Spielstand. Ist auf schnell. Hast du Gerste? Nee, Gerste hast du gepflanzt, mein Freund, nicht Weizen. Gerste pflanzt du. So, jetzt freut mich meine Mutter. Mutter kauft mir übrigens so Bademantel mit Kapuz, ne? Das finde ich mich gut, weil ich will unbedingt in der Hand, weil das besser ist in der Sauna. Jetzt muss ich nur mal gucken, was ich für Größe hat. Was habe ich denn für Größe da? Bademantel. Da vorne habe ich Zeich. Und gerade ein Bad gucke, da steht natürlich nicht was für Größe, sondern die Größennummer nur. 38, 34, was ist denn das für Größennummer? Steht nichts mit L. Was habe ich in dem anderen Bademantel da? Da steht auch nichts mehr drin. Toll. Ah, Schild, aber im Schild steht nichts mehr. Das ist natürlich geil. Tja, da muss die Mutter, da muss ich mit der Mutter mitgehen. Das Problem ist, Mutter, ich weiß jetzt nicht, ich hab da Bademäntel, da kann ich das nämlich lesen, was für Größeordnung das ist. M oder L kann ich jetzt absolut gar nicht sagen, was für eine Farbe, kommt drauf an, was für Farbe es gibt. So. Der das gerade gemacht hat. Zu mal. Ist es schon gewachsen übrigens? Ne. Noch nix, ne? Da müssen wir jetzt erstmal warten. Der muss ja erstmal sehen. Dann muss er noch das 12er sehen. Oder du willst, wenn du lustig bist, kannst du mal selber. Ich glaub's eher nicht. Was gibt's denn jetzt viel? Wo gibt's Cola? Ah, übrigens, Was ist mit dem los? Zurücksetzen, ist mit dem Zurücksetzen geht doch, ne? Ist ein bisschen Ja, weil klar geht's. komplizierter im Menü, ingedingst. Das wäre. Goldcrest Pacific Rain. Wie sind das? Wie sieht es mit dem Wachstum aus? Das ist bei weitem noch nicht. Das ist bei weitem noch nicht erntereif, Freund. Das ist immer noch im Wachstum. Ist immer noch im Wachstum. Gut, das Feld 16 ist in der Nähe, das Feld 19, das sind alles kleine Felder. Das sind alles Felder, die man noch kaufen kann. Das größte Feld ist das 5er, ne?
Fünfer ist big. So, abgeerntet, verdorrt, Kraut entfernen, pflückt. Ist das meine Mutter, die mir da die ganze Zeit schreibt, oder was? Blau, grau, denke M reicht hier. Ich glaube nicht, dass M reicht. Du, ja, du denkst, Mutter, und wenn es nicht passt, was dann? Ja, dann haben wir die Arschkarte. Grau, blau. Abgehört. Grau, blau, schwarz. Was für Farbkennung wurde? Schwarz. Schwarzer Bademantel ist natürlich cool. Grau habe ich schon in der. Blau will ich nicht. Wie viel Geld hat's denn gehabt? Froh ich mich zeig. Viertausendzweihundertdreiundsiebzig. So, der seht jetzt da hoch, noch immer hoch und immer runter und dann ist er fertig. Da kann er mit dem nächsten Feld anfangen. Am Anfang ist schon ziemlich nervig da mit dem Zeichter. So, gerade gucke ich, habe da läuft bei mir. Der MC Rainer, ja, läuft. Immer läuft so. Wie konnte ich denn da nochmal der Zeitraffer umstellen? Oh ne, nicht in die Bäckerei. Umwelt. Voll echt. Zeitskalierung. Ah, die Zeitskalierung ist auf Echtzeit. Die mache ich jetzt nur auf mal 5 Mal, ne? Mal 5 Mal. Mal 5 Verkehr, ein Schmutz normal. Kannst du sogar den Schmutz instellen, dass er aus ist, ne? Am der Fahrzeuge. Na? Ach, aber scheiße. Sieht doch kacke. Spritverbrauch kannst du auf niedrig stellen. Das ist gut, dann kostet weniger Geld. Joa, Das aber ist das gut. ist, joa, das ist doch kacke. Das muss doch authentisch sein. Besser. Normal ist das auch gut. Pflanzenwachstum, schnell. Ja, Und, das auf jeden Fall. ja, aber A, im Moment nur, ne? Weil man es brauche. Später kann das ruhig brauchen. Normal sein. Du kannst sogar das Pflanzenwachstum auf Ausstelle. Da wächst nix. Okay. So, ist der mal fertig, doch gleich, der Jockel? Der müsste jetzt gleich seine Arbeit beendet haben. Alles klar, der ist fertig. Kann er jetzt. Kann er. Ja, war, hat's gibt. 3133. So, jetzt dauert's nochmal ewig lang. Der andere tut jetzt gerade See. Der sieht jetzt noch das Feld 12.
dann. Ah, in Weiß sieht er aber schön aus, finde ich, ne? So. So. Was machen wir jetzt? Im Moment machst du gar nichts. Guck mal, ob im Hühnerstall, ob die Eier da sind, die kann man auch holen. Ja, war nix. Das ist echt noch nix, ist noch echt gar nix. Im Feld. Flutlichtanhänger. Ja, das Problem ist, es dauert länger mit dem Wachsen, weil man es nicht spritze. Weißt du, wie ich mein? Ist jetzt meine Vermutung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber was soll es sein? Da steht drin im Wachstum. Kauf mal Bienenhaus. Ich soll ein Bienenhaus kaufen. Warte mal. Da Spritze. Steckt nämlich Kohle. Spritze, ja. Mhm. Amazon-Spritze. Boah. Mit dem Zusatztank bist du bei knapp 30.000 Euro. Die Amazon-Spritze, die Dünger-Spritze, ja, gut. Dünger. Das ist es. Der Dünger, der fehlt. Wenn du den machst, dann geht's auch schneller. Müssen jetzt auf jeden Fall erstmal diese Kohle haben, dass wir. Euro die Stunde. Bräuchte eigentlich 100 Bienenhäuser. Dann hast du schon 60 Euro. Was waren die geil Sämaschinen? Das war doch die Väterstadt, gell? Das ist die, wo mit einer Sämaschine kann man Felder bestellen. Die Sämaschine bietet zudem die Möglichkeit der Direktsaat. Kein voriges Gruppen oder Pflücken nötig. Gell? Das ist das für mich. Das ist ein riesig geiler Pflückgerät, ja. Oh, das ist auch noch so von Horsch. Gibt's auch so Ding. Kein voriges Gruppen oder Pflücken nötig. Haben wir Zeit dran, aber gib mal Gummi. Moment, ich gucke gerade schnell noch was. Mit einer Sämaschine mal Felder bestellen, das ist klar. Da fällt noch wieder da. Was? 12er. Ja, ja, das lasse ich jetzt auch gerade noch. 14 und 15 ist fertig, ne? Gut. Ja, ja, ist nur noch das eine, dann müssen wir warten, bis es wächst, ne? Das ist halt. Ich was. Gucke gerade, was diese Güllefässer da bringen. Ist das, das für den Dünger, ne? Oder bin ich da jetzt verkehrt? Mit dem Cooper kann man die Felder für die nächste Saat vorbereiten. Güllefässer. Güllefässer. Güllefässer, Gesäemaschine. Miststreuer. Ja. Pflücke, da haben wir Pflug. Im Pflug kann man Felder für die nächste Saat vorbereiten und neue Felder anlegen. Ja. Haben wir ja, Pflug haben wir ja im Moment nicht. Ach so, da ja, der billigste Pflug, 13.000. Und hat nur Spannweite von 2 Meter. Der hat schon 3. Steht da drin, was für Motorisierung man braucht, dass man da nicht ziehen kann und so Zeug. Warum Lohnzahlung? 1068. Mal abgezogen, hast du gesehen? Nein, das siehst du gar nicht. 1068 Euro haben ich Lohnzahlung. Ich glaube, das ist an dich. Hast du Geld gekriegt? Nee. Dann ist das einfach nur simuliert. Übrigens, hinter dir Unterstand, wo du hinten siehst, ne? Neben den Silos. Ja. Das ist der Unterstand für die ganze Fahrzeuge. Okay, gut. So, ich guck jetzt mal, was das sagt, ne? Das hat sich mit Emo geändert, aber ich tu nur den Zeitraffer kurz mal ganz hoch mal, aber ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht.
Sag mal mein Gefühl, auf jeden Fall. Es ist auf 120, ne? Wir brauchen jetzt eine Sehe jetzt da. Ist okay, ist. €110 Lohnzahlung. Warum 100? Ich denke, das sind die Gebühren für die ganze Geräte. Ja. Ja, aber eigentlich muss ich mal bedenken, ne? Eigentlich ist es 12 € Lohnzahlung. Eigentlich ist es aber normal logisch, wenn du überlegst, wie lange dauert es, bis er fällt eigentlich mit Frucht ist, ne? Ach, wirklich, mach Sache. Sollen wir jetzt 6 Monate warten, Nico? Ja, ah ja, ist doch gut. Ja. Das ist eine Simulation, das ist halt leider so. Pflanzenwachstum habe ich jetzt so schnell. Skalierung auf 120. Pflanze sterbe aus. Für den Fall der Fälle. Lege fest, ob deine Felder regelmäßig umpflügen musst, um hohe Erträge zu erhalten. Ja, das machen wir mal aus. Ja. Jetzt nur ums Geld. Ja, zack. Und zack, das andere Feld ist auch kommen. Ja, dann machen wir es halt auf 120. Ja, es dauert aber. Wenn du überlegst, wie lange das jetzt gedauert hat. Weißt du, was der Nachteil ist? Jetzt wachst du hinne, das Feld. Ah, schon. Obwohl der es noch nicht gesät hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist das Problem bei dem Zeitraffer. Das haben wir schon mal gehabt. Dann hast du nämlich ein Feld, das irgendwann halb verdorrt ist. Haben die Pflanze sterbe aus, oder? Nee, haben wir nicht. Ich Dann kann's. müssen wir schnell an. Mensch, du Pflanze sterbe aus, Mensch. Naja, Pflanzen sterben aus. Aber abartig, wie lange das dauert. Guck mal, wie viel Uhr wir haben. Ich bin eben schnell. Nee. Oder? Warte mal. Nee. Oder? Ich muss mal anders halt gehen. Nee, geht nicht. Total dumm. Habe ich da wieder der Dingsbums gerät TV. Ja, sehr gut. Einen schönen guten Abend. Wo der Abend schon recht spät ist. So ist das. Gucken wir gerade auf meine Karte. Ich mach die Kommentare am besten mal kurz an hier. Sonst muss Bei der Polizei. halt die Fresse. So. Oh, das Wachs ist schon wieder gewachsen.
Gut. Hallo, Kenga HD, aha. Gleich wird's dunkel. Ja, und? Und jetzt da? Hab Normal, ich Angst. es gehört zum Leben dazu, dass die Welt immer noch dunkel ist, oder? Ich hab Angst. Ich frag mich schon, was ich bei dieser Verkaufsstation mit dem Fernwärme zu erzeugen, wenn ich da Geld einbringt. Ja, ich kann sie immer wieder gerade stellen. Eine Stelle werft oder einfach auch ohne die Hilfe eines Beseitigungsmechanikers Ja, aufzulösen. nee, Wow. schon klar, dass du nicht GKTV HD heißt. Kenka HD vielleicht. NKJA. Kenka HD. High Definition. Michael Myers. Was, Michael Myers? Oh, seh dich kaputt. Bist du hinter mir her? Also doppische. Ich war. Mama an, Captain. Fährt man nicht. Gar nichts. Ah nee, Nö. haben sie immer noch nicht, Schade. haben sie immer noch nicht geändert. Ah ja, gut. Das sind diese kleinen, aber feinen Unterschiede. Leute, Stroh und Heu, okay. Ah ja, hier haben wir Stroh und Heu. Muss gerade alles lesen hier. Ah, das ist hier das Silo, ist klar. Und das ist der Unterstand. Okay. Feld 15 ist am Wachse. Total dunkel. Meine Fresse. Was sagten eigentlich, sieht's denn eigentlich aus mit der. Oh, da mach schon dann gut gewinnen, ne? Mit der Gerste. 500 und 9 Euro. Jetzt ist der. Okay. Oder steigen die Preise da unten? Jetzt steigt die Gerste woanders bei Mary's Farm. Okay. Auf 510. Das sieht man ja. Die Preise variieren jetzt. Das sieht man richtig schön im Zeitraffer. Wie 509 ist sieht anscheinend. es richtig aus? 500. Muss das gerade Krautschläge lenken? Getreide kriege ich ihm dann auch gut bei Goldcrest Pacific Crane. Oh, lecker, weil kriegst du Gerste gut bei der Farm. Knapp 600 Euro. Sieht's denn da aus mit der Card? Ja, die sind im letzten Wachstums Dingsbums. Die sind im letzten Wachstumsstadium. Oh, bis der das andere Feld gesät hat, ne? Das dauert so lang. Erntereif ist es dann gelb, orange und dunkel, ja, ein bisschen dunkelorange. Ich und so glatt sein. Ah, ist das interessant. Geh ich mal auf, drück schon mal Start und geh ich mal so lange auf R1, bis du Hilfe kommt, ne? Ich bin bei Hilfe. Und dann das letzte, ohne verbesserter Ertrag. Ne? Warte mal. Musche, Ohne una, was Kalk. für was, una, was für Kategorie?
Hilfe. Hilfe und dann verbesserter Ertrag. Verbesserte. Bauernhofgrundlagen. Bauernhofgrundlagen, ja. Genau, verbesserter Ganz Ertrag. ohne. Ah ja, ist ja wohl klar. Kannst dreimal Dünger, dann kriegst du 90% mehr Kohle. Pro Wachstumsstufe kann gedüngt werden. 90% mehr. Nach der Aussaat kannst du deine Ertragsergebnisse mit Hilfe von Dünger verbessern, um das beste Resultat zu erreichen. Sollte das Feld dreimal gedüngt werden, bevor die Pflanzen ganz ausgewachsen sind. Bedenke jedoch, dass das Düngen nur einmal pro Wachstumsstufe effektiv ist. Ja, das heißt, das darfst du aber nicht mit Zeitraffer schaffen. Das ist halt das Problem. Nee, das ist klar. Das heißt, wenn der in der Erstwachstumsstufe ist, ne, das hellgrüne, dann muss ich düngen. Wenn dann in der nächsten Wachstumsstufe ist, muss ich wieder düngen. Und dann wieder düngen. Und dann, ja, und dann hast du halt, was steht da? Haben wir Das steigerst Zeitraffer aus? Oder, oh Gott, ist das schon fertig? kann ich da gleich Oder die sagen. vorletzte? Jo, das ist jetzt Ja, da, dann machen wir Zeitraffer aus. das ist jetzt fertig, ja. Das ist das Problem jetzt. Die andere Felder mich auch schon fertig, wo der düngt, ne? Macht Moment. nichts. Zeitraffer aus. Jetzt muss ich ja schon gucken, wo das war. Das machen wir auf Echtzeit jetzt wieder. So, jetzt lasse ich mal weiterlesen. Ja, lass mal weiter. Um 90%. Vorher gepflügte Felder erzielen zusätzlich 10% mehr. Ja, gut, da muss ich pflügen. Ja. Daraus ergibt sich eine Ertragssteigerung von 100%, also eine doppelt so hohe Ernte. Du kannst das Feld mit einem Düngerstreuer, Miststreuer oder einer Spritze oder einem Güllefass düngen. Was steht da? Öl? Ölrettich fungiert ebenfalls als Dünger, wenn du ihn zuvor auf dem gewünschten Feld ausgesät und später untergegrubbert hast. Okay. Ölrettich, ah ja, okay. Ölrettich ist eine spezielle Pflanze, da sie nicht wie die anderen zum Schluss geerntet, sondern untergegrubbert wird, okay? Sobald die Pflanzen aus der Erde sprießen, kannst du sie mit einem Grubber in das Feld einarbeiten. Ölrettich ist eine sogenannte Gründünger und kann Ja, pst, dann muss das darauf nicht alles laut vorlesen. folgenden Ernteertrag um. Ah, sau krass. Ölrettich ist cool. Das heißt, du pflanzt denn in dem Feld, bevor du die nächste Saat machst, ne? So, dann pflanzt du das. Wenn das dann gewachsen wird, dann tust du das mit dem Grubber halt im Feld einarbeiten, ne? Und der fungiert dann als Gründünger und der darauffolgende Erntetrag, ne? Der steigert sich dann um 30% durch diesen Ölrettich. Ja, ich habe alles gelesen. Ach, was du alles weißt. Du lest zu viel. Du Ne, bist ich hab's sehr, gelesen. du bist ein intelligenter Mensch. Sind Sie ein intelligenter Mensch? Mensch. Also, was? Bauernhofgrundlagen divers. Spanngurte Was geht hier? befestigt. Das ist interessant. Das ist gut. Ja, dann bilde dich mal fort. Na, einer muss es ja Kaufe machen. ein Palette, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wie man es fällt. Eigentlich Das müsst du, eigentlich, welche Kategorie für der Andi wichtig wäre. Die ja. Kategorie Hilfe, Geld verdienen. Geld. Geld verdienen. Finanzen, Preise, Hilfe, Produktionszusammen für Preise, was Forstwirtschaft. richtet sich nach dem Stamm, Boah, sondern Viehzucht. kleiner Oder Abgeordneter. Lederei. Hackschütze. So, wir müssen jetzt mal Hackschütze. langsam. Ich muss mal gerade gucken, ich sehe das von da gar nicht mehr.
Ah, wir haben noch minus 51.000 Kredit, ne? Also. Mir zahle denn quasi Stück für Stück ab. Ich gucke jetzt mal gerade, was mir an Kosten haben. Das Saatgut. Du liebe Zeit, die Hose rutscht. Das war Was? jetzt. Man kann sogar Spanngurte verstecken. Ja, habe ich schon gelesen. Ist so krass. Was haben wir da? Montag. Was ist denn das Teuerste? Was bezahlen wir am meisten? Die Lohnzahlung, aber für was? Lohnzahlung für was? Jetzt fangen wir mal an. Was machen wir denn jetzt? Soll man den Kredit langsam Ja, du abstottern ehrlicher. oder soll man, soll man, soll man, du kannst auch 5000erweise zurückzahlen, ne? Kreditzinsen, boah. Das kriegen wir auch noch abgezogen. Zinsen, 210 sind das pro Tag. Naja, zahle deine zurück und dann ist gut. Aber Ja, jetzt dann. doch die Rennung. Ja, ist ja Oder gut. Ernte. Das war ja, Christian ist immer der Befehle und wenn ich schaffe. Wäre dann soweit. Hofsilo. Zwar steht bei mir ganz am Anfang links steht bei mir 2211 Liter. Ja, das ist Getreide. Wenn die nicht
aber mit doch gar nicht. Hast du jetzt hier mal eher die Doppel? Alter, das ist gut, ja. Das war gut. Es ist allgemein, so wie ich sehr schnell Kohle gemacht habe, brauchst du schnell die Maschinen, brauchst Käse oder Mähdrescher, und wenn du am Käse dann Spannweite hast, schneller abzufahren, geht das alles viel schneller. Und überlege ich, was der Schneidwerk dieser scheiß Mähdrescher noch hat. Was kann ich mit einem großen Mähdrescher, das wäre etwas mir jetzt abfahren. Ja, das mache ich mit einem Mähdrescher E mit M Gang. Aber wer? Witz. Oh, ey, die Hanna war doch schon lange gespielt. Wie lange haben wir gespielt? Das ist mir immer richtig. Mir richtig heute, da haben wir ja viel mit Holz geschafft. Das wäre mir ja die Kohle gehabt. Holz, ne? Holz dauert ewig. Ja, das ist das Beste, gehst du hin und machst Hackschnitzel. Schlecht machen mit der Tut. Genau. So hat er bei irgendwo geknallt. Tut es aber bei jeder Maschine irgendwie gleich. Schön. Hoffentlich kommt nur noch ein Mod raus, bin schon 4 Meter. Den kam.
aber eigentlich schon eine echte Wissenschaft für sich, so mit der Ertragssteigerung, ne? Spritze schnell, aber du musst, wie gesagt, Spritze kostet halt auch wieder Geld. Ne? Das ist ja nicht so, es ist halt alles mit Kosten verbunden. Kleine Seemaschine, Alter, dauert das ewig. Wie groß ist das? Das kennen wir halt auch nicht. Abarbeiten, das kann man vergessen. Das machen wir nicht so. Das so können wir machen und das andere können wir noch abdenken und dann Geschichte. Ich war nicht mehr halt, wir haben nicht so viel gemacht. Zeit. Also Zeit für das Spiel. Wenn du
wenn du auf deine Mähdrescher so andere Schneidwerk gefauert hast. Das geht nicht. Nee. In der Runde.
später kann man dann, wenn man das Geld abdrängt, kann man dann auch noch Treu rausholen oder so. Wenn das okay ist, weil da leidet es nur rum. Ich hänge jetzt fest, ne? Na jetzt. Alter, ich wüsste, das Hotel sieht mir halt an den Affen, ne? Nicht mit dem Hick. Mit der Nähe. Nee. Ich hab kein nettes Geld. Ich nehme jetzt Hick. Ah, noch ein bisschen ab. Dauert locker 20 Minuten, sehe ich jetzt schon. Das ist schon krass, der Lutherage mit dem Schneidwerk, gerade der breite Arm wie der metrische Fall. Der andere, der Trage, so bitte das Dreifache, definitiv so bitte. Ja, ich gehe schon. War noch ein Stück weiter, der Zahn ist dreifach. Bei dem anderen mache ich das, was ich jetzt wegmache. Das mache ich mit M Arbeitsgang. Das ist ja die Breite, die jetzt entsteht. Die habe ich mit M Arbeitsgang mit dem großen Meter. So verliebt, das kenne ich nicht. Aber das sind einfach zu teuer, das bringt jetzt nichts, einen Kredit von über 200.000 umzunehmen, nur dass man, naja, Metrage haben. Okay. Dich kostet das Teil. Mir schon bewusst. Aber ich kann mich entsinnen, dass man mit dem so ewig lang geschafft hat, im Ehrstrom. Wir haben viel Holz gemacht und
neu geschafft und hat dann noch einen 10er Kredit geholt und dann heute mal den Bus. Wesentlich. Aber wir haben nicht direkt jetzt mit Enes von Staunen. Eben muss man das jetzt demnächst schon mal Kohle machen. Weil fertig nur mit dem Computer.
geil war der Bug, Alter, wie der das durchgefasst hat. Das hat nicht geil, den muss ich benutzen. Falsch war. Ich glaube, der geht gar nicht mehr. Last ist der Wahnsinn. Elektro-Sender da im Radio ist der Burner. Habe, besonders schnell bei dir. Thank you.
halt jetzt ganz voll. Alter, ich glaube, das Feld ist immer in die abgefahren. Ja, jetzt ist so viele Falle an am Ende. Ja, das ist ein speichern. Dann pausiert, gell, wo ich gespeichert habe, ne? Eine Autospeicherfunktion ist total scheiße, wenn du das Spiel abstellst, dann eier ich tot. Voll oder was? Immer noch 20 Uhr 600. Wie sowas. Anscheinend ist der noch der rote, ne? Stärker.
Gutes Geld, wenn man schnellere Mähdrescher hat und das schnell machen kann, geht das gut. Ja, aber was ist gut, da müssen wir anfangen mit dem Dünger halt, ne? Dann kostet es aber halt mehr Zeit, weil dann dürfen wir nicht einen Zeitraffer spielen. Zeitraffer darfst du erst dann machen, wenn jedes Feld direkt fertig gesät ist. Nicht wenn das Mitte im See ist, dann spackt es doch unterschiedlich. Kann ich aber hinstellen, ne? Habe ich gesehen. Und zwar, Moment. Das habe ich in der Option auf jeden Fall gesehen. Und zwar Düngestufen, ne Mensch, du, ne? Ja. Hammer auf. Zeit, die du benötigst, um deine Felder für den maximalen Tag zu düngen. Ja, da habe ich hingestellt. Kannst du instellen auf 3 oder auf Ns? Es geht A. Ich kann es auch auf Ends stellen. Da brauchen wir nur Emo-Dünger. Oder du stellst auf 3. Dann müssen wir halt 3 mal düngen. Ne? Das geht auch. Müssen wir jetzt noch gerade hin. Dann können wir uns noch überlegen. Ne? Das kommt jetzt richtig brutal viel. Ich glaube knapp 4300.
selber auch sagen kann. Ich gerade hin in den ohne das ist das wieder das Garage. So, ich guck mal kurz was, Hansa. Sonderangebote. Naja, natürlich nicht. Ja, Kerscher, was haben wir da noch? Was halt saugeil ist, finde ich, ist dieser Heizomat. Der kostet 68.000, ne? Da kannst du dein Hackschnitzel in dieser Verkaufsstation abladen, um Fernwärme zu erzeugen, welche dir Geld bringen. Da kannst du Fernwärme damit machen. Ja. Das ist auch ziemlich gut. Das ist dann bei dir im Hof. Mal dort noch Ladeholz in diese Maschine, um es in Hackschnitzel umzuwandeln, welche direkt in die Sägemühle verkauft. Ah, werden direkt in die Sägemühle verkauft. Aha. Die Unterstände. Bienenhaus, 28.000, produziert Honig, welcher automatisch verkauft wird und dir Geld einbringt. Bringt auch nicht viel. 16 Euro die Stunde. Naja, muss halt viel, viel bauen, ne? Naja, da bist du schon fast rentabel mit der Solaranlage. Solaranlage macht 90 Euro die Stunde. Und Das sind da so 10 Bienenhäuser drauf das für Windrad, 10.000. das Windrad ist abartig. Das Windrad macht 1000 Euro die Stunde. Das ist 1000 aber Euro. 1,2 Millionen. Euro 1,2, das ist doch nichts. Das ist Papyrus. Also ich kenne einer, der hätte das jetzt gesagt. Ja, Düngemaschinen, ne? Gibt es verschiedene. Gibt's die Standard Amazon, die kann jeder ziehen und dann gibt's die von Karul Nikolas. Die hat ein bisschen mehr Kapazität. Kostet aber alle da viel mehr. Brauchst schon mindestens 95 PS Maschinen. Und hat halt eine geile Spannweite. Ne? Die Amazon hat eine Spannweite von 15 Meter. Und die Karul Nikolas, die hat nur gleich 28 Meter. Das ist riesig. Und die Dünge, und die Dünge, das Düngfahrzeug. Das hatte Spannweite von 36 Meter. Das ist ja, ich sehe es, das ist asozial, ne? Wo geht denn der dran, dieser Amazon UF 1201?
Geht nur FTNs Ah ja, wo 001 geht denn bis der? 10. Das dann in der FT, hä? FT, Ens 0 Ens. Ah ja, ganz einfach. Ah, Moment. Gerade selber am Google, Moment. L-A-U-A-A-I-A-U-A-I. Das ist eine andere Maschine. Du brauchst Christian, du bist so dämlich, wie du aussiehst. Na, ich weiß. Hast du nicht hast Kraft? Nee, aber ich habe einen Denkfehler. Was sollte man ja beim anderen? Ey, Da guck mal, steht ist so ja nur ganz irgendwas einfach. A. Der FT, das steht, der FT-Ens-0-Ens. Den bekam man an eine UF-Ens-2-0-Ens. Und das ist neben dran UF-Ens-2-0-Ens, ne? Und die Ja. UF-Ens-2-0-Ens, Ach da so, das geht kann man der FT-Ens-0-Ens kombinieren. -Ens an. Das heißt, dass man es kombinieren kann. Ja. Mehr heißt das nicht. Gekoppelt wäre das ganz normal. Wenn ich jetzt dort drauf gehe, gibt es keine Erweiterung. Das hat eine ganz Standardkoppel. Ja. So. So genauso. Brauchst du dich um nichts kümmern. Bei Traktoren sieht schon wieder anders aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, der Case, den wir haben, ne? Zum Beispiel. Da Ja. gehst, da kannst du aussehen. Frontlader, Anbau. Denn da kannst du kaufen oder nicht kaufen. Wenn ich eine nicht kaufe, kostet er mich nicht extra. Wenn ich eine als Ah. Frontlader habe, kostet er mich 800 € mehr. So. Und dann kannst du das Rad-Setup machen. Ob er Bredere-Rewe haben will oder Ja, ja. Standard-Rewe. Und dann kostet er nochmal 800. Da bist du bei 1600 extra, wenn du mit Brederewe und Frontlader anbauen willst. So. Und das ist bei jedem Traktor. Das ist sogar mit der hintersten Traktoren so. Jetzt, ah, Traktor, der kostet bald eine halbe Million. Der von. Welcher? Der ist von Ach, der von der Challenger. Challenger, ja. Da kannst du die Motor. Ach, da gibt's noch eine Motorausführung. Ach Naja, du dafür hat Scheiße. er 600 PS. Nee, warte mal, da Ist ja gibt's. asozial, das Ding. Ja, da hat er 646 PS sogar. Das kostet 5. Das. The Case hat 700. Joa, da Fast. geht. Joa, 55.000 kostet die Motorisierung mehr. Das ist aber krass, Alter. 600 PS, das Ding ist so stark. Das sieht ja alles. Aber gut, dass jetzt Wurstsalat. Ja, Speichere jetzt drehen wir uns mich jetzt mal ab da. auf größere Erntemaschinen. Und auf Dünger. Dünger und Ernte. Da kommt es eh ganz gut. Ich gucke mal gerade. Wir müssen nicht unbedingt gleich die dickste Maschine holen. Nee, aber 200 kostet's. Die Axial, Die Ax. Flow haben wir jetzt, ne, von Ja, Case. das heißt So, Witz. dann gibt's das Dann haben gleiche, wir die gleichen Greenes von New Holland. die. Ja, und dann kommt das Gute. Also was finde ich gut? Ja, das ist MF aktiver. Oder die Akros. Oder Rostels Mesh Across, ja. Argus Ah, da 870. tät ich aber, Ah. da tät ich, da tät ich lieber auf die Axial Flow gehen von Case. Was? Die kostet halt richtig Arsch. Jo, ey, pf, die kostet direkt 285.000. Ja, und? Ist doch scheißegal. Es geht, guck doch mal, was der an Volumen hat. Der hat 10.570. Ah, das ist so wurscht. Ich bin da eben im Hänger. Guck mal, der kostet gleich 1.100 € am Tag und die anderen 200 € weniger. Jetzt fang schon an, so Fuchse. Jo. Doch Käse. Ios Case. Das sind 80.000 mehr für das bisschen. Ah, groß.
Der Axelfloh. Krass finde ich, der Axelfloh, der andere, der ist auch nicht schlecht, aber der hat. Oh, der hat aber we nicht wesentlich mehr Füllvolumen. Der hat halt ein bisschen mehr PS. Und ein bisschen höherer Tank. Kostet aber da halt gleich 400 mehr. Der Axelfloh und 92,30. Genau, einer kauft doch gleich den New Holland CR10. Das ist der, der auf den spekuliere ich hier hin. Ne? Das ist. Der ist Das gut. ist das, das ist okay, das ist schon das ist Panzer. Ne? Jo, mehr gucke. Was mich wundert, ist, Das. dass es kein Sonderangebote gibt. Keine Fahrzeuge fahren, gibt es kein Sonderangebote. Jetzt wollte ich noch mal was gucke. Wie es mit dem Kredit aussieht. Wir müssen aber mal abbezahlen. Haben immer noch 43 Miese. Ne? Ich jetzt du. Kredit ist nimi so. Jo, Arbeit ist beendet, ne, von beide Helfer, ne. Ich fahre jetzt mal gerade die Maschine. Ihr Platz. Alles klar, haben wir die Dinger mal abgestellt. Stehen sie gut. Wunderbar. So, alles klar. Dann machen wir mal weiter, ne? Mach jetzt nochmal speichern. Ich schalte dein PlayStation nicht aus. So. Und dann kaufen wir die Erntemaschinen. Wir tun jetzt erstmal Spiel abbrechen. Gucken wir gerade. Der Spielstand ist auf jeden Fall drin. 3 Stunden haben wir jetzt da gespielt. Ja. Schwierigkeitsgrad ist normal, ne? Du kannst die sogar auf schwer stellen, ne? Soll ich da mal vorlesen, wie das ist? Also normal steht die Standardeinstellung für den Anfang. Die Wirtschaft verhält sich angemessen, Getreidepreise sind akzeptabel und der Kredit bei der Bank bereitet dir noch keine Kopfschmerzen. Spielelemente sind auf den Standardeinstellungen, also Standard halt normal. So einfach. Diese Einstellung ist deine finanzielle Situation entspannter und die Getreidepreise sind in der Regel höher. Spielelemente sind vereinfacht und das Getreide auf den Feldern verwelken nicht. So, dann haben wir schwer. Schwer ist krass. Eine wirkliche Herausforderung. Die Wirtschaft ist verhältnismäßig unnachgiebig, die Preise sind niedrig und du hast schon einen saftigen Kredit bei der Bank. Die Spielelemente simulieren möglichst realistische Zustände. Ja, das habe ich nicht gemacht, das ist Käse. Müssen wir erstmal normal spielen.